willkommen im Mädchenzentrum. Mein Name ist Melina Kofler. Ich mache die Einzelberatung in Berufsorientierung, also im Büro. Es kommen Mädchen und junge Frauen zur Beratung, die nicht genau wissen, was sie machen sollen, welche Ausbildung. Wir machen noch eine Berufsorientierung. Wir schauen, wo die Fähigkeiten, Stärken liegen, in welchem Berufsfeld man die gut einsetzen kann. Wenn wir das eruiert haben, machen wir Berufsinformation, Berufserkundung, organisieren Praktika und wenn die Mädchen sagen, okay, in dem Bereich möchten sie Ausbildung machen, erstellen wir gemeinsam Bewerbungsunterlagen und suchen aktiv eine Lehrstelle. Okay, dann schauen wir weiter. Da ist eine Kursmaßnahme. Jetzt sind leider keine Mädchen da, Kollegen sitzt auch gerade gar nicht da. Das ist bei der Job. Das ist ein Kurs, auch finanziert über das AMS, genauso wie die Einzelberatung, ist für Mädchen zwischen 15 und 25. Ja, natürlich die Kurse finden von montags bis freitags statt, da kann man noch intensiver in Berufsorientierung machen. Es fließen Workshops ein, Vorträge und so weiter. Dann schauen wir weiter. Da geht es weiter mit den Räumlichkeiten im Mädchenzentrum. Wir haben dann Bewegungsraum, wo man mit den Mädchengruppen unterschiedliche Übungen machen kann oder ein Workshop, Bewegungseinheiten. Da haben wir einen Lernraum, wo die Mädchen am Nachmittag, vom Mittwoch bis Freitag am Nachmittag die Räumlichkeiten des Mädchenzentrums in dem Bereich in Anspruch nehmen können, wo sie kommunizieren können, Spiele spielen, lesen, einfach Räumlichkeiten, wo sie sich aufhalten können. Das ist eben der Mädchentreff, der wird begleitet von zwei Kolleginnen, es kann gebastelt werden, es werden Workshops angeboten. Okay. Dann haben wir da eine Kursmaßnahme auf dem Weg. Die Zielgruppe sind junge Frauen ab 18, die keine Ausbildung haben und die eben vorbereitet werden sollen, dass sie eben Ausbildung bzw. Arbeit machen können. unter anderem gibt es da Werkstätte, wo sie eben Sachen ausprobieren können, auch im technischen Bereich. Das ist in der Berufsorientierung ganz wichtig, dass eben so wie ihr seid, die das Video anschauen, 13, 14 Jahre, nicht nur traditionelle Berufe wie Friseurin oder Einzelhandelskauffrau, Bürokauffrau eben machen, sondern dass ihr die Möglichkeit habt, auch im technischen Bereich Sachen auszuprobieren und einfach schauen, wo liegen die Fähigkeiten, Stärken und dann eben die entsprechende Ausbildung bzw. Lehre beginnt. Der Raum gehört noch zum Mädchentreff, wo die Mädchen sich eben mittwochs bis freitags Nachmittag eben treffen können. Und wo sie eben dann eben Spiele spielen oder im Internet surfen, lesen, sich unterhalten oder ja, mit den Kolleginnen einen Workshop machen oder wenn sie Unterstützung in der Schule brauchen, können sie die Arbeit kriegen. Also die Möglichkeit besteht auch. Gut, dann schauen wir weiter. So, das ist der Eingangsbereich vom Mädchenzentrum, wo wir da Infomaterial für die Mädchen haben. Dann ist da eine weitere Kursmaßnahme,
ebenfalls über das AMS finanziert. Das ist SPACE, der ist für Mädchen und junge Frauen, die einen technischen Beruf erlernen wollen. Da haben Sie die Möglichkeit, eben unterschiedliche technische, handwerkliche bzw. technische Berufe auszuprobieren in Form von Workshops und auch Assessment Center, wo wir mit großen Firmen wie Firma Mahle, Flex, Flowsurf kooperieren. Das waren nur einige, die ich genannt habe, es sind noch viele mehr. Die Wände sind von einer Klasse vom Fichtring, Gymnasium Fichtring, gestaltet worden. Das war ein Projekt. Das ist 2005, steht da oben. Macht mal das ganz toll gestaltet. Da ist eine Tafel, unser Leitbild. Aber ich denke mir, ihr solltet es im Internet nachlesen. Das wird das gesamte Angebot, weil das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt, den ich jetzt, euch gezeigt habe. Das heißt, wir haben auch einen Blog, wo ihr euch informieren könnt über technische Berufe, mit Lehrlingen, mit anderen Mädchen euch austauschen könnt. Dann geht es weiter, das Leitbild eben. Wir haben da noch eine Kursmaßnahme, auch ein Berufsorientierungskurs, der ist Melder, der ist für Mädchen und junge Frauen mit Migrationshintergrund. Okay. Haben wir einen Rundgang und das Mädchencenter gemacht. Das heißt, wir haben ein vielfältiges Angebot für Mädchen und junge Frauen. Und ja, da kann ich nur einladen, deponiert es in der Schule, bei der Lehrerin, bei der Klassenlehrerin, dass ihr vielleicht einmal das Mädchencentrum anschauen möchtet. Oder dass Kolleginnen an eure Schule kommen und euch das Mädchenzentrum vorstellen mit den vielen Angeboten. Das war jetzt nur ein kleiner Teil, den ich eben euch präsentiert habe und dass ihr ein bisschen mit den Räumlichkeiten vertraut werdet. Ja, und würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt. Eben auch, könnt ihr zu mir gern kommen in die Einzelberatung, wenn ihr unsicher seid, was ihr machen wollt, welche Schule ihr weiter besuchen wollt oder welche Lehrstelle für euch geeignet ist. Könnt ihr mir gern anrufen. Die zwei netten Studentinnen von der FH werden euch den Kontakt weitergeben.